Real G, du weißt, dass das hier alles kein Image ist. Der Mo Abdallah ist hier, Bruder, der ist nicht jeden Tag hier. Deswegen würde ich gerne ein bisschen intensiver in das Gespräch mit ihm. Rein, ja, rein in die Masse, rein in die Masse. Rein in die Masse, rein in diese ganze Boxmaterie. Du weißt ja genauso gut wie ich, mein Handy ist schon wieder ausgegangen, ich kriege dieses Handy. Du weißt ja genauso gut wie ich, dass der Kampf gegen Sinan, der Sieg gegen Sinan wirklich Glück war. Ne? Also wenn wir das von außen betrachten, wir haben gesehen, ein Sinan, der sehr gut darauf vorbereitet war, und du hast ja die erste Runde mit dem erlebt. Wie war das Gefühl für dich, so in so entwickelt zu sehen? Wie war meine Overhand? Sei ehrlich. Sie war krass. Die Schläge kamen sehr spritzig an. Hey, du musst aber ehrlich sagen, Mann. Du hast uns da ein Sprungbrett gegeben, Bruder. Wallah. Aber der war geil. War echt geil. Ne? Ich hätte nie gedacht, ich hätte wirklich bis zu dem Zeitpunkt, wo Sinan im Ring stand, ja, am 5. November, das werde ich nie vergessen, bis er in dem Ring stand, hätte ich nicht gedacht, dass er in den Ring kommt. Ich dachte, da kommt irgendwas. Rückzieher oder so? Ja, auf jeden Fall. Nein, Bruder. Ich hätte das niemals zugelassen. Ja. Selbst wenn er Grippe gehabt hätte, Bruder, plus Corona, ich hätte gesagt, geh in diesen Ring, Bruder. Junge, Gazi, du kennst mich, hätte ich mein Bein gebrochen, wäre ich reingegangen. Er hat damit meinen größten Respekt verdient, und das sage ich in seiner Anwesenheit als auch in seiner Abwesenheit. Ich habe selten einen Menschen gesehen, der so ein Herz hat, weil, guck mal, man sieht es hier, jüngstes Beispiel, wir wollen seinen Namen nicht nennen. Es ist nicht einfach, gegen einen Koloss wie mich zu stehen. Es ist nicht einfach, weißt du, im Internet kann jeder viel reden. Wenn man vor mir steht, sieht die Welt auch wieder anders aus. Ich bin zwar immer lieb, höflich, nett, respektvoll, sympathisch. Das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Der Mo Abdallah ist ein sehr, sehr netter und respektvoller Mann. Viele denken so, guck mal, viele in meiner Situation wären, wenn die so knapp 2 Meter groß würden, 130, 140 Kilo wiegen würden, die würden sich hier aufführen, als würden die, keine Ahnung, als wären die sonst was. Aber ich bin nicht so. Meine Mutter hat uns gut erzogen. Habibi, Khalilak, Ahlak, Habibi. Wird mir gerade warm ums Herz hier. Aber ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass er so krass auch in die erste Runde startet. Er hatte keine Angst. Du bist auf mich zugelaufen, hast Schläge ausgeteilt, bist gependelt, ne, und hast die Overhand geschlagen. Die hat auch gesessen und dachte ich, dein Herz, was mache ich ja gerade, ne? Und dann, ich wusste ja, der ganze Druck lastet auf mir, ne? Also du hattest ja rein gar nichts zu verlieren. Ich hatte eigentlich nichts zu verlieren. Gar nichts. Das ist jetzt ähnliche Situation wie bei mir und Senat, weil ich komme aus dem K1, er ist Nummer 9 der WBC-Weltrangliste, aber bei dir war das noch extremer als diese Situation, weil du bist komplett aus dem anderen Business, aber aus dem Fußball. Und du hast das Herz einfach am rechten Fleck und wirklich für mich die größten Eier der Welt. Ne? Ich küsse dein Herz. Und deswegen, also ich finde das richtig heftig, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Und guck mal, Bruder, es wurde eine Arena mit 14.000 Menschen gefüllt. War geisteskrank alles. Und ich muss sagen, man kann ja auch die Wiederholungen sehen. Der Sinan ist umgeknickt. Und ich wollte diesen Kampf nicht so gewinnen, indem er sich verletzt. Das ist ja nicht abzusprechen. Er hatte bis jetzt vor kurzem mit der Verletzung sehr heftig zu kämpfen. Und jetzt ist es halt, ist es langsam verheilt. Und ich habe jetzt Sinans Entwicklung gesehen, ne? Wie er Schattenboxen macht, wie er sich bewegt. Und ich finde an Danke, ihm Bruder. Vielen Dank. Ist ein sehr, 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 sehr starker Kämpfer verloren gegangen, wobei es noch nicht zu spät ist. Er wird auch weiterhin seine Kämpfe machen. Nur, was ich sagen will, ist, guck mal, Kondition, Technik, Kraft, all das kannst du trainieren. Nur eine Sache kannst du nicht trainieren im Kampfsport. Das ist dein Herz und das sind deine Eier. Die hast du oder die hast du nicht. Und die hast du. Ich küsse dein Herz, Bruder. Und alles andere kannst du trainieren. Alles. Ich küsse dein Herz, Bruder. Diese Worte, da werde ich schon rot wie eine Tomate hier. Da werde ich schon verlegen, Alter. Dankeschön, Bruder. Und nur zur Erinnerung für euch, guck mal, wie wir reingekommen sind. Was ist das für eine Halle? Wo gibt's sowas? Das Las Vegas-Style, Digga. Alter, ich war so aufgeregt, Digga, was ist das? Was war das? Was war das bei... Hey! Was war das? Sage das auf jeden Fick, wenn du reden willst.
Amanacoin, wo ist der Song? Der Song kommt bald. Versprochen, schau den raus. Vor dem nächsten Kampf noch. Hier schön mit Ayatul Kursi auf der Jacke. Schande. Digga, ey, was war das? Ich sag euch. Das war ja geisteskrank. Ja. Ey, sag mal, du bist. Wo bist du nochmal mit dem. Mit der Dingens ein, mit eingelaufen? Mit. Yeah. Nee, das war nicht der bei dem. Doch. Auch. Mit demselben Song? Ja. Nur weil mir war es ein bisschen ernster, weil Kammern habe ich getanzt. Ja, ja. Warte, guck mal. Ich klau deine Schwester. Gib ihr Gold. Sie gehört heute mir. Der darf eine kurze Hochzeit. Der dachte, eine große Hochzeit. Aber auch. Geil. Mo Abdallah. Aber ey, geisteskrank. Freunde, das war ein geisteskrankes Erlebnis. Ich schwöre euch, Freunde, ich weiß. Lass mal die erste Runde kurz gucken. Warte. Ey, ich muss was sagen. Ach jo, die Ansage von Tyson Fury am Start. Match me. My style is impetuous, my defense is impregnable, and I'm just ferocious. I want your heart, I want to eat your children. Praise be to Allah. Sie dachten, ich wäre weg, dann wurde ich Weltmeister. Und diese Hunde, die du Crew nennst. Was hier vor? Ich muss was sagen kurz. Junge, der Sinan ist runtergegangen, aufgestanden. Runtergegangen, aufgestanden. Junge, keiner würde das machen. Keiner. Küss dein keiner, Herz, keiner. Ich schwör auf alles. Ich schwör auf alles. Stopp, stopp. Dreh. Ein Schritt zurück ohne Kommando weiterkämpfen. Okay? Der sauber. Shake hands, shake it. Geisteskrank, Digga. Der Ring. Naja. Das war der so ekelhaft, ne? Und. Hey, was hast du in dem Moment gedacht? Ich wollte das gerade sagen. Das Krasse ist, Freunde, erst wenn ihr vor dem Mo steht, so in Handschuhen und so, merkt ihr, Scheiße, Digga. Was ist das für ein Riese, Amanacoin? Der Bruder, du kamst mir so riesig vor. Ich dachte, Digga, so groß ist der doch gerade, Schlamm. Das war geisteskrank. Gut, jetzt geht's los. Der Baum. Mohammed Abdallah, 125 Kilo. Ja, ja, 125 Kilo, genau. Sinan Chi. Gut trainiert sieht er aus. 102,8 Kilo natürlich. Eine ganze Menge Unterschied zwischen den beiden. Ja, man muss auch sagen, Freunde, Rücken mächtig, natürlich die Speckfalten hier, die sind jetzt ein bisschen weniger geworden, Gott sei Dank habe ich abgenommen. Hier die Speckmasse an der Seite, die ist natürlich so speckig, weil ich hier den Eierschutz ganz eng habe. Aber ich habe jetzt Gott sei Dank nochmal 3-4 Kilo abgenommen und Körper sieht jetzt mittlerweile noch besser aus. Amen, Koi. Ist der ausgewiesene Kampfsportler Mohammed Abdallah. Seit ewig nicht im Ring. Man muss aber auch sagen, Freunde, sag mal ehrlich, warst du nicht müde? Ich war tot, es war 2 Uhr oder so. Es war kurz vor 1. Ey, ich sag euch eine Sache, es war 1 Uhr nachts, 2 Uhr nachts, Digga. Ich wollte schon schlafen gehen, Digga. Ich konnte nicht mehr stehen. Ja. Warum hast du ein blaues Auge? Nee, ich hatte kein blaues Auge. Ich war voll verschlafen, voll müde. Krass. Meine Augen waren schon angeschwollen. Ich mache mich warm. Ich bin voll warm. Dann sagt er, ja, ich kämpfe doch erst in 1 Stunde. Ich so, was? Ja. Wieder hinsetzen. Dann nach einer Stunde, ich mache mich wieder warm. Ja, okay, dann ist nochmal, ey, ich hab fast 1,5 Stunden mich, ja, auf und ab, Bruder, weißt du? Also. Eigentlich komme ich ja immer als Zweiter raus und dann sagen die, ja, Sina, wie das heißt. Ich so, okay, kein Problem. Eingesessen. Oder wieder freigelassen. So, Filipovic gibt den Kampf frei. Mal los geht's. Auf geht's. Nimm schon mal Tat Schlaf, das ist ja schon mal viel wert. Ja, Sinan muss ganz klar beweglich bleiben und die Hände oben halten. Wie fett ich da bin, was ist das für ein Bauch, Digga? Ich will diesen Bauch loswerden, Digga, Mankoi. Ja, man muss natürlich mal abwarten, ob er Waffe verlernt hat oder nicht. Bam!
Da war die Overhand. Die war da. Die war knackig und spritzig. Du siehst halt, wie hoch ich meine Hände halte, ne? Ja. Ah, schöne Beinarbeit von Sinan G. Ist nur die Frage, wie lange er dieses Tempo aufrechterhalten kann. Ja, macht er gut hier am Anfang. Sehr gut. Kommt ja auch gut an der Führungsschein vorbei. Oh, jetzt hat er weiter. Bum, bum, bum. Und dann, zack. Das Geile ist, weißt du, warum ich dich da festgehalten habe? Ja, da war mein Bein. Weißt du, warum ich dich da festgehalten habe? Nee. Mein Bein war schief und das tat so weh. Scheiße. Und ich konnte selber nicht mehr aufstehen. Ich wollte mich an dich, ich wollte dich packen und mich an dir hochziehen. Krass. Quasi. Heftig. Das tat richtig weh. Ja. Also das da ist, ging gar nichts mehr. Da war ein bisschen viel Druck dabei. Diese 130 Kilogramm von Abdallah sind nicht zu unterschätzen. Da hat natürlich Mo direkt Dampf gemacht, er hat gesehen, okay, jetzt habe ich den. Gut angefangen, der Sinan G. Da konnte ich schon gar nicht mehr richtig, da, auch lange da ging gar nichts mehr. Guck mal, mein Fuß, da, ich habe das gar nicht unter Kontrolle gehabt, der war so schräg und schief, das ging nicht mehr. Alter. Da ist er weg. Aber die Schläge waren auch, Mann, die kamen auch wie Panzer, Digga. Oh, da ist er weg. Ich weiß nicht, ob er schafft, da aufzustehen. Guck mal. Der sagt, ich weiß nicht, ob er schafft, aufzustehen. Digga, aber ich stehe. Doch, da steht. Ja, das ist einfach die Gewichtsklasse. Ich meine, Sinan ist kein natürliches Schwergewicht, sage ich mal so. Er hat nicht die Größe, er hat nicht die Statur. So. Oh, da gab es einen kleinen Nachschlag. Ich konnte hier schon gar nicht mehr stehen, Zikerin. Ja, wird auch direkt ermahnt, ja. Ja, Sinan muss, wie gesagt. No, den gilt er jetzt nicht als Niederschlag. Der ist wahrscheinlich vorbei gewesen. Aber wie lange geht's denn noch? Hände oben und bewegen hoch. Ah, f*** Digga. Der Schwinger wäre gut gewesen. Ja, gut. Der wäre echt gut gewesen. Leider daneben, Alter. Schade, schade, schade. Ja? Wie lange geht's denn noch? Komm, mach den mal. Hände oben. Oh, wow. Millimeter, Bruder, Millimeter. Und bewegen. Opa. Guck, wie der Referee so packt. Guck mal, wie der sich packt, als ob er ihn so hochhebt. Von hinten, komm mal mit. Geht's denn noch? Jetzt, Hände oben und bewegen. Komm mal mit dir, komm mal. Am Ende der ersten Runde gab es noch einen Schwinger von Sinan hinterher. Ja, vorbei. Guckt euch mal an, wie voll der Shit ist. Alter, es war geisteskrank. Heftig. Es war geisteskrank, Alter. Freunde, es war ein unglaubliches Erlebnis. Es ist wirklich... Es war unfassbar krass, unfassbar. Ne, also sowas zu erleben, ist wirklich, das ist ein Mo-Call. Ich muss eigentlich Mo anrufen, das ist nicht mehr. Ja, kleine Rangelei. Na, also war dann eine interessante erste Runde, aber da sieht man natürlich schon, wer Kampfsport erprobt ist und wer sich da an sein Unter gepackt. Er sieht für mich nicht nach 125 Kilogramm aus. Der Ringleif hat ein richtig gutes Auge. Im Nachhinein, ich gucke nur der Ringleif so, das sieht mir nicht nach 125 Kilo, das ist mehr. Und ich so, Digga, als hätte er das gerochen. Aber man kann hier nicht sagen. Also Sinan, ja, bleib hier, ist ein Musiker, / Teilzeit Boxer seit etwa einem Jahr. In dieser kurzen Zeitspanne, auch wenn man vielleicht ein Talent hat für diesen Sport, kann man diese Nachteile nicht ausgleichen. Ja. Aber machen. Ja, das Problem ist, dass wieder leider Unruhen entstehen. Also wenn ihr wüsstet, wie heiß es in der Halle war, ja. Friends, also die Lichter, die Zuschauer, ich schwör's euch, ich war am Saften, Digga, Digga, mein Schweiß, der kam, Digga, ich weiß auch nicht, der kam, ich weiß gar nicht warum, weil da bist ja alles sauber am Ring, warum drehen die Leute dann außerhalb des Rings durch? Unvorstellbar eigentlich, naja gut. Ich meine, wenn zwei Männer im Ring einen Kampf austragen möchten, dann sollte man sie auch dazu, ja, ihnen die Möglichkeit geben und nicht ständig dazwischen funken. Es ist leider wirklich nervig. Ich meine, wir wollen alle die Kämpfen sehen, aber sobald irgendwas passiert, mischen sich Leute ständig ein. Auch mal respektvoll, wie der Mo mir Shake Hand gibt. Das fand ich im Kampf schon so richtig so shit, Alter. Das ist eigentlich so ein korrekter Kerl eigentlich. Beide Runde, mal gucken, wie lange das Geld bis er liegt.
Er muss definitiv die Hände höher halten, die Deckung muss ran. Er sieht eigentlich gut trainiert aus, der Sinan G. Ja. Ja, diese lange Führungshand, Wahnsinn. Da habe ich mit meiner rechten Hand und meinem Fuß gegriffen. So, fuck, da fliegt das Handtuch. Jawohl, der Kampf ist vorbei. Hier wusste ich gar nicht so. Komm, weiter. Vollkommen zurecht. Ja, ich denke auch, also man muss Sinan hier nicht ins offene Messer laufen mal, lassen. Was geht hier ab? Und du packst mich. Ey, das war voll geil. Ich wusste nicht, was abgeht. Gazi, ich wusste gar nicht, was abgeht. Ich merke nur noch, wie er mir so packt. Was ist denn jetzt hier los? Machen wir Wrestling oder was? Was ist hier los? Ach, geklingelt? Ja. Also, oder steht mir so, was geht ab, Alter? Mal, die waren schon sehr, sehr hart. Und wer weiß, was da jetzt noch hätte passieren können. Und man muss auch eins sagen, man sieht mal, wenn ein nicht erprobter gegen einen Kampfsportler... Ich sag, was ist hier los? Naja, du hast gar nichts gecheckt. Ich hab gar nichts gecheckt, Alter. Guck mal, ich schon Majid, Bruder. Guck mal, ich schon Majid. Ach, ich war Majid. Wir haben so die ganze Halle in den Griff, Bruder. Pass auf. Hier nicht ins offene Messer laufen lassen. Der gerade so, alles ist in Ordnung, bleibt ruhig. Die Hände, die er genommen hat, die waren schon sehr, sehr hart. Und wer weiß, was da jetzt noch hätte passieren können. Und man muss auch eins sagen, man sieht mal, Bruder, alles okay. Wenn ein nicht erprobter gegen einen Kampfsportler kommt, dann hast du halt keine Chance. Der weiß genau, wie die Abläufe sind, was er machen muss. Und entsprechend hat er den Kampf auch klar für sich entschieden. Und klar da sage ich immer noch, was ist hier los? Ich bedanke mich. Hier sage ich, warum? Verabschiede mich jetzt. Wer hat Handtuch geschmissen, sage ich? Hat er nicht in den Ring und die beiden Fighter noch interviewen. Hat einen Riesenspaß gemacht. Dankeschön. Ja, auch ciao. Ey, richtig geil. Also ich muss sagen, es war geisteskrank, liebe Friends. Also diese Erfahrung, diesen Adrenalin, diesen... Das, also ich sag euch wirklich, es war unfassbar krass.